Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge F1 2019, hier bei Heisenberg zockt. Ja, und es ist eine spezielle Folge, denn Saison 2 ist fertig. Wir haben Rang 4 erreicht insgesamt und das irgendwie mit 3 oder 4 Siegen, aber auch mit 3 oder 4 Mal Letzter und ein Hin und Her. Ich würde jetzt gerne eine konstante Saison fahren. Ja, wer würde das nicht gerne, das ist auch klar. Wir versuchen es aber mal. Zu welchem Team wir jetzt gehen, das werden wir schauen. Es gab diverse Kommentare von wegen, geh zu Red Bull und nicht zu Mercedes. Wir schauen uns das jetzt aber, würde ich sagen, mal in Ruhe an. Also, wir machen mal fortsetzen. Wir sehen hier nochmal, gewonnen hat, also Weltmeister wurde Lukas Weber, unser alter Kollege, und zwar auf Red Bull Racing. Dann haben wir McLaren, dann haben wir wieder Red Bull Racing mit Verstappen, dann haben wir Butler mit Mercedes, das heißt, wenn wir zu Mercedes gehen, wird das unser Partner, der andere Fahrer halt vom Team. Das stand auch in den Kommentaren, dass ich da ein bisschen aufpassen soll. Und dann kommt Racing Team, Haas etc. Okay, also Renault kommt da natürlich auch noch und das sind ja wir. Wir sind, wie gesagt, Vierter geworden. Ich würde sagen, wir versuchen, ja, den Herrn Verstappen zu ersetzen mit Red Bull Racing. Okay, wir setzen die Karriere fort. Und ich dachte eben, jetzt kommen wir sowieso relativ schnell dann schon zur Vertragsverhandlung. Wahrscheinlich können wir da nicht allzu viel verlangen. Es ruckelt wieder. Ich habe schon wieder Angst, dass irgendwo was aussteigt hier bei der Aufnahme. Aber es läuft noch. Ja, da steht sie nämlich schon. Aber das, was sie jetzt sagt, hat sie, glaube ich, im letzten Video am Schluss auch noch gesagt, weil ich weiß nicht, wie das jeweils speichert. Das wird jetzt wahrscheinlich einfach wiederholt. Okay, Ressourcenpunkte und Zeugs. Ja, unser Ruf steigt. Wie ist der Ruf denn bei Red Bull? Jetzt, da stand aber auch noch, ich muss aufpassen, welches Red Bull. Da gibt es nämlich Red Bull Toro Rosso Honda, sieht man dort. Und dann gibt es noch Aston Martin Red Bull Racing. Und ich glaube, Aston Martin wäre das, was wir wollen. Ich hoffe es zumindest. Und da ist der Ruf eigentlich, ja, er ist eigentlich bei allen Teams relativ okay. Gut. Oh, wir haben, glaube ich, Veteran tatsächlich jetzt erreicht. Auch nicht schlecht. Hallo, Emma. Eine tolle Saison. Mhm. Deine Leistungen waren gut. Und das gibt uns mehr Spielraum bei Vertragsverhandlungen. Mhm. Und meine 10% lohnen sich auch mehr. Ja, hat sie beim letzten Mal schon gesagt. Also genieß die Pause. Und ja, nächstes Jahr weiter so. Aber natürlich werden wir genießen und nächstes Jahr... Du hast dich gut geschlagen. Ich ja, denke, Chef. So eine Leistung kann sich keiner beschweren. Ja, die nehmen wir sowieso mit, egal wo wir hingehen. Also, da, Vertragsverhandlungen. Wir gehen mal rein und wählen hier gleich mal auswählen und dann hier unten mit einem anderen Team verhandeln. Von hier aus können wir das Team ändern, mit dem wir verhandeln. Es gibt schließlich keine Regel, die besagt, dass du immer für dasselbe Team fahren musst. Ja, eben. Wenn du hier ein Team auswählst, werden dadurch nur die Verhandlungen beeinflusst. Der tatsächliche Wechsel erfolgt immer erst an dem Rennwochenende, das der Vertragsunterschrift folgt. Okay, das wäre dann das Nächste, würde ich sagen. Also, da haben wir ja Aston Martin Red Bull Racing, das wäre das Richtige. Wert für Team, McLaren, bla bla. Moment. Ja, ich würde sagen, wir wählen das mal aus. Wir gehen, wenn es geht, zu Aston Martin Red Bull. Team wechseln, okay. Wenn du das Team wechselst, verlierst du alle Ressourcenpunkte deines vorherigen Teams und übernimmst den Forschungsfortschritt deines neuen Teams. Aha, okay. Das kann auch gut sein, weil wir haben die Trainings fast nie gemacht. Das stand auch x-fach in den Kommentaren. Aus Zeitgründen halt wegen den Videos auch. Wahrscheinlich haben die mehr Punkte verbraten sozusagen. Sprich, dass der Motor weiterentwickelt ist. Nehme ich einfach mal stark an. Okay, des neuen Teams, dass sein Wagen möglicherweise auf eine andere Art weiterentwickelt hat. Ja, okay. Auch deine Rivalitäten werden zurückgesetzt. Trotzdem, wir wechseln. So, Fahrerprofil, Verträge. Annehmen möchte ich noch nicht. Ich möchte schnell gucken. Erster ist hier die erwartete Rennplatzierung. Das ist relativ heftig. Aber klar, wir sind jetzt halt beim Team, das Weltmeister wurde. Qualified Ritter. Kann ich hier mal Zweiter machen? Was passiert denn, wenn ich hier wieder auf Ersten gehe? Da unten passiert halt nichts bei Vertragswert. Das sieht man immer erst, wenn man den Vorschlag macht. Okay, wir machen mal Zweiter. Teamposition, zweiter Fahrer lassen wir. Teamziele einfach. Okay, Rennbonus. Machen wir mal den. Wir machen mal überall 1. Ne, 1 haben wir hier, dann machen wir hier 2. Machen hier den und Boxenstopp machen wir auch 10% schneller und dann würde ich sagen, wir gucken mal, was die dazu meinen. Vertrag vorschlagen. Falsch geklickt. Moment, was hatte ich hier? Das hatte ich hier. Okay, hier ist Vertrag vorschlagen. Sie haben diesen Vertragsbedingungen nicht zugestimmt. Wir sollten es erneut versuchen. Ja, versuchen wir. Was gefällt Ihnen denn nicht? Schön wäre, wenn halt jetzt hier irgendwie stehen würde, was denen nicht passt.
Sollen wir mal die 1 draus machen und nochmal gucken. Wir gehen hier nochmal 1 runter. Da haben wir Level 1, das würde ich gerne, halt, das würde ich gerne lassen. Upgrade-Geschwindigkeit gehen wir auf das hier. Und jetzt versuchen wir es mal nochmal. Wir haben 2 Versuche noch. Wenn der auch fehlschlägt, dann müssen wir nachher ein bisschen zurück mit unseren Erwartungen. Unser Angebot wurde angenommen. Aha. Du kannst dich also schon mal von deinem alten Team okay. verabschieden. Tschüss, Renault. Ab dem nächsten Rennwochenende fährst du für dein neues Team. Ja, und da bin ich jetzt gespannt. Okay. Funktionieren hier die Mercedes-Settings auch? Oder soll ich gucken, dass... Ja, wahrscheinlich gucke ich jetzt, dass ich die Aston Martin-Settings kriege. Weil wir hatten natürlich bei Renault tatsächlich das Problem, dass es gab für Renault bei Steam keine separaten Settings, die man runterladen kann. Aber egal. Gut, dann hätten wir das. Wir können hier mal noch schnell gucken. Rivalen. Nico Hülkenberg. Aha, wäre der Rivale. Ganz klar, das ist der Teamkollege. Ja, lassen wir mal. Nächste Saison. Ich würde sagen, ja, wobei wir haben da noch eine Nachricht. Von Karl. Du hast dieses Wochenende unsere Erwartung erfüllt. Achso, das ist noch das letzte Rennen. Ja, wir haben gewonnen. Also da nehme ich auch an, dass wir die Erwartung erfüllt haben. Dann würde ich sagen, wir schreiten zur nächsten Saison. So. Cool. Ergebnisse der Saison 2. Ja, da haben wir nochmal alles zusammengefasst. Man könnte jetzt hier natürlich nochmal kurz gucken, wo haben wir gewonnen. Heiße Zock, Ressourcenpunkte 2000, also Rivalen, Hülkenberg. Ja, okay, ich möchte die neue Saison. Wir gehen das jetzt an. So, das erste Rennen Australien, das weiß ich noch. Ganz klar. Jetzt komme ich natürlich auch ein bisschen besser in die Strecken rein, wahrscheinlich. Und ich stelle gerade fest, ich habe hier eine lästige Fliege. Soll ich die mal live, also nicht live, aber zumindest Video on Demand mäßig hier mal, hau ab. Willkommen zurück. Ich hoffe, du hast dich fit gehalten. Ja, ja. Auf uns wartet eine neue Saison. Ja, sie ist voller Vorfreude, das bin ich auch. Oh, 8 Nachrichten. Okay. Christian Horner, willkommen im Team. Willkommen im Team. Mit dir und Lukas wird das sicher eine fantastische Saison. Meine Tür ist immer offen. Okay. Emma, Vertragsübersicht. Alles klar. Emma, Zielupdate. Werde im Rennen 5. oder besser. Verbleibende Rennwochenende 2. Das sind Dingens. Ja, okay. Das ist der Grand Prix. Haben wir das Wetter schon? Oh, das haben wir tatsächlich auch schon. Entwicklungen abgeschlossen. Da müssen wir dann gleich mal noch gucken gehen. Bitte schönes Wetter. Ah, Glück gehabt. Okay, trocken und Sonne. Oh, das Rennen. Tatsächlich. Wirklich unter Sonne. Aktueller Stand von F&D. Nur kurz zur Info. Die fahrenden F&D-Ressourcen des Teams stehen dir nun zur Verfügung. Wenn du einen Moment hast, prüfe auf deinen... Ja, ja, klar, das machen wir natürlich. Das werden wir prüfen. Haben wir noch eine? Ich glaube, da ist noch eine da unten. Tatsächlich Teamwechsel. Hi, Sie. Du hast sicherlich inzwischen die Pressemitteilung gelesen. Aber nur zur Sicherheit hier die Infos zu den Fahrern, die neu unter Vertrag genommen wurden. Also Verstappen ist zu Renault gegangen. Okay, da haben wir im Prinzip die Plätze getauscht. Ja, gut zu hören. Ja, München Verstappen, viel Glück bei Renault. Ist ja auch kein schlechtes Auto. Gut, da täten wir. Dann schauen wir hier oben mal. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier haben. Wir haben 65 Punkte. Damit können wir nicht allzu viel machen. Das ist klar. Das sieht, glaube ich, besser aus als bei uns früher. Der gelbe Bereich oben, der ist ein bisschen weiterentwickelt. Der rote ist fast zu Ende hier. Oder dieses Lila oder was das ist. Magenta. Wahrscheinlich. Und der grüne. Ja. Und der blaue. Ja. Na, es ist soweit okay. Gut, dann gehen wir mal schauen, wie sieht es aus beim Motor. Natürlich alles in Ordnung, weil der ist neu. Ist eine neue Saison. Natürlich wir gehen zur Übersicht. Ich möchte... Das geht ja hier wieder nicht. Jetzt gucke ich nochmal schnell, ob ich hier nicht schon das Auto einstellen kann. Beziehungsweise, nee, geht nicht. Okay, da müssen wir zum Training. Das machen wir natürlich auch. Dann werden wir uns dort das Setting dann gemeinsam aussuchen. Weil das jetzt was Neues geben muss. Ich bin mal gespannt, ob das auch so schön ist wie... Die Renaults, die sind gefahren wie auf Skien am Schluss. Hallo und willkommen zur heutigen Berichterstattung der Trainingssession aus einem sehr nassen Albert Park. Wir Hallo? Können nur hoffen, dass dieses Wetter die Teams nicht von ihren üblichen Routinen abbringen wird. Nur noch wenige Augenblicke bis zum Startsignal. Was ist das denn für ein Käse? Warum regnet es denn jetzt hier? Der Wetterbericht war doch eigentlich dahingehend, ja, eben. Muss ich nochmal gucken. Das war halt das Qualifying, das Rennen. Ich glaube, das Training stand da gar nicht zur Diskussion. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Ja, es regnet in Strömen, ist ja unglaublich. Okay, grüne Reifen für noch nicht Überschwemmung, blauer Überschwemmung.
Wetter wählen. Nein, ich möchte... Warum kann ich jetzt hier das Wetter wählen? Kann ich das nochmal umstellen? Das möchte ich nicht. Das wäre wieder irgendwie cheaten. Keine Ahnung, das gefällt mir nicht. Nicht, wenn wir die Karriere spielen. Also, Autoeinstellungen. Diesen hier, diesen. Und jetzt brauchen wir halt beide Settings. Australien habe ich jetzt hier schon mal trocken Mercedes geladen. Okay. Das ist aber nicht das Ideale. Jetzt wollen wir doch mal schnell schauen. Was haben wir hier für Red Bull? Mercedes, Mercedes, Red Bull, Red Bull Racing. Und Australien brauche ich nur halt. Wobei, ja, ich muss so gucken. Hier haben wir Red Bull Racing. Gibt es da so eine Art Allgemeineinstellung? Nee, das sind dann tatsächlich die einzelnen Rennen. Ja gut, dann versuchen wir das mal. Das wäre, was haben wir gesagt? Australien. Austria, Österreich, okay, das hier ist Australien. Aber das hier hat mehr Sterne. Naja gut, wir gehen mal hier hin. Das wäre dann das Trockene, würde ich sagen. Time Trial, Setup, right. Müsste trocken sein. Thank you, okay. Wir nehmen das mal. Und dann brauchen wir noch was. Halt für Regen. Das werde ich so wahrscheinlich nicht finden, nehme ich an. Wie finde ich das denn am besten? Im Prinzip muss ich nach Australien wechseln. Dort das Auto finden und dann Regen. Es muss ja nicht unbedingt jetzt Red Bull Racing sein. Ich denke, es kann auch wirklich Ferrari, Blödsinn, Mercedes nochmal sein. Das war ja auch okay. Also Australien habe ich gerade gesehen. Das wäre hier. Na, lad mal. Dankeschön. Australia, Australia. Haben wir hier nichts mit Wetter? Also, dass wir Regen haben. Ich glaube, ich habe hier irgendwie noch was angekreuzt. Nee, passt eigentlich. Red Bull und Australia. Okay, da muss ich aber... Ja, Red Bull raus. Und dann haben wir hier die ganzen Fahrzeuge. Und jetzt brauche ich nur Australien Regen. Australia, Australia, Australia. Das ist trocken. Das ist relativ klar. Machen wir den Wett. Kann ich das hier suchen? Ich kann das suchen. Die Frage ist... Ich versuch's mal. Wir haben ja die Zeit. Was soll's? Moment. Oh Gott, jetzt geht's wieder los mit der Tastatur. Australien. Wett. Mal gucken, ob da was kommt. Jawohl, da kommt auch was. Hier hätten wir Mercedes. Aber da steht doch trocken. Jetzt habe ich doch nach Wett gesucht. Das wäre doch nass. Sieht man hier? Hm. Wie kriege ich denn hier? Da, Australien. Moment, da war's. Jetzt habe ich's gesehen. Hier Wett. Das ist zwar irgendwie, ja, eine komplett andere Karre, ist mir jetzt aber für den Moment egal. Weil wir machen nur das Training mit dem Setting. Das Qualify und das Rennen ist ja dann trocken. Das sollte trocken sein. So, das müssen wir noch aktualisieren. Und dann haben wir hier nass. McLaren ist das. Okay, nehmen wir. Geladen. Muss ich sonst noch was machen? Nein, eigentlich können wir ins Rennen rein. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Ja, ja. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Nee, ich muss jetzt die Piste. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ja, ja, wir sind dran. Okay, es regnet, wie gesagt, nicht in Strömen, aber jetzt haben wir ein nasses Setting geladen. So, jetzt greife ich ein. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier auswirkt. Weil wir werden natürlich dann im Qualify entsprechend wieder umstellen, das ist ganz klar. Oh, hier haben wir dann doch eine ordentliche Kurve. Ich muss jetzt halt die Strecke wieder kennenlernen und gucken. Ja, wobei das Gucken mit wo schnell und wo langsam kann ich mir schenken, weil eben, das sind natürlich jetzt einfach Bedingungen, die nicht zählen. Weil wir haben im Qualify und im Rennen dann Sonnenschein. Aber dann haben wir wenigstens dieses Nasse auch schon mal geladen und ich muss sagen, es fährt sich relativ angenehm. Also es ist kein großes Gerutsche und Gemache. Es regnet euch jetzt auch nicht in Strömen, sondern das ist halt einfach ein bisschen... Oh, okay, Nieselregen, aber früher bremsen müsste man dann trotzdem. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, hier eine gute Zeit zu fahren. Es geht mir wirklich nur darum, zu, ja, ungefähr zu sehen, was das hier für eine Strecke ist. Ist das nicht eh? Das ist doch Australien, das hat man doch im Stream. Aus lauter Versehen. Weil wir eigentlich Amerika wollten und dann ist die Zeit abgelaufen und dann... konnte man da nicht mehr wechseln. Das ist genau die Strecke. Na gut, aber dann müsste ich sie eigentlich ja halbwegs kennen. Wir werden mal, wenn wir im Ziel sind, das Ganze beenden, weil es bringt tatsächlich eh nicht viel. Weil ich kann ja nicht so fahren, wie ich nachher im Qualify fahre. Nicht mit diesen Reifen, nicht unter diesen Bedingungen. So, jetzt kommt hier die Linkskurve. Da muss man normalerweise nicht allzu sehr abbremsen, genau, weil man die Curbs eben mitnehmen kann. Hier das Gleiche, dann geht es hier wieder auf die Gerade. Die ist wieder relativ schnell. Hier wieder eine Rechtskurve, das ist glaube ich eine S-Kurve. Nee, denkst du. So viel zum Thema. Das war definitiv keine S-Kurve.
hier rein und hier kommt eine relativ krasse Kurve, genau, das wäre die hier. Man sieht schon, es ist halt wirklich mit nass so eine Sache. Aber es fährt sich x-mal besser wie auch schon bei Regen, das muss ich auch sagen. Also das Setting ist sicher nicht so schlecht. Gut, aber dann beenden wir das, weil wie gesagt, das bringt nichts. Die Strecke sollte ich halbwegs im Griff haben. Was, wann, wo kommt? Wir müssen das jetzt hier aber beenden. Okay, und jetzt müssen wir natürlich das Setting wechseln. Weil im Qualify brauchen wir jetzt tatsächlich nicht das Regensetting. Er fährt mal wieder nochmal los hier. Aston Martin. Ja, cooles Auto. Definitiv. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns. Ja, wir gehen weiter. Wir wollen ins Qualify. Jetzt gucke ich aber natürlich nochmal ganz kurz wegen den Fehlpunkten, ob da schon wieder was möglich ist. Werden wir gleich wissen. Ja, jetzt kommt zuerst das hier. Willkommen keine Nachricht. Neuen Team. Red Bull hat den Rennsport während des letzten Jahrzehnts im Sturm erobert und ist mittlerweile eines der erfolgreichsten Teams. Aufgrund seines Programms zur Talentförderung kann es sich vor jungen, aufsteigenden Fahrern kaum retten. Wenn du also nicht die gewünschte Leistung bringst, kann es dir passieren, dass du früher oder später ersetzt wirst. Ja, wir haben eine dicke Haut. Wir sind schon bei Ferrari rausgeflogen, also von daher, und wir leben immer noch. Was soll's? Also, Fee-Dingens, Moment, das war hier oben. Ja, 115 Punkte, nee, da können wir nichts machen. Gut, dann können wir uns das schenken. Dann gehen wir nicht zum Training, das überspringen wir einmal mehr. In den Kommentaren stand noch, mach doch zwei Videos, das eine Training, das andere das Rennen. Das wurde alles schon versucht, das habe ich mal beobachtet. Und dann hat man einfach den Effekt, das Training guckt kein Mensch. Und das Rennen gucken dann die, die sonst beides gucken. Das ist aber so. Also irgendwie, ich finde das so, wie wir es haben, eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, zack, zack, zack. Jetzt haben wir Nachrichten. Da gehen wir natürlich glatt mal schnell gucken, was wir hier genau haben. Die Saisonziele, sorge dafür, dass dein Fahrzeug ordentlich weiterentwickelt ist, machen wir. Emma wünscht uns viel Glück. Die Wettervorhersage ist, wie sie ist. Die bleibt sehr gut, das heißt eben kein Regen. Und hier haben wir noch was zum Dingens, zur Strecke. Okay, und hier oben. Ne, da muss ich warten. Ja, Motor ist noch in Ordnung. Alles okay. Gehen wir da rein. Und drücken den hier. Moment, wo habe ich ihn? So, und gehen ins Qualify. Und da eben dran denken, dass ich das Auto noch umstellen muss. Okay, ich habe noch mal kurz geguckt. Wir gehen ins Qualify. Wir können dort die Settings ändern. Gut. Australia. Im Trockenen. Das ist natürlich wirklich gut. Wenn es jetzt regnet, wehe. Dann schmeiße ich den Wetterfrosch raus. Nein, guck mal, das ist doch ein Anblick. Wir beginnen hier jeden Moment mit der heutigen Qualifying-Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Mhm. Ja, ist gesprächig wie immer. Schön. Diese mit Teich, mit Enten. Diese vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Das Sie hatten wir, glaube ich, vor zwei Rädern schon. Genau das nämlich. Okay, wir wollen nicht zur Strecke, sondern wir wollen hier noch die anderen Settings laden. Das wäre dann hier. Weil wir wollen jetzt das Trockene. Und zwar von Red Bull Racing. Ich bin mal gespannt. Wir werden jetzt im Qualify sehen, wie das ist. Ich hoffe, es ist okay. Es ist für unser Auto gemacht, das Ganze. Und es ist für Trocken und für Zeitfahren. Okay. Also, dann. Ja, gehen wir zurück. Habe ich es geladen? Jawohl. Moment, ich gehe nochmal rein. Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ich bin gerade ein bisschen... Merkt man's? nicht, dass ich das jetzt nicht geladen habe. Das hier müssen wir laden. Okay, weil ich hätte es tatsächlich nicht geladen gehabt. Ich hätte das nasse Setup gehabt. Ach, das wäre bei der Herr Eisenberg pur gewesen. Bei Sonne dann mit Regen-Setup fahren. Wir sind schon bei Regen mit Sonnen-Setup gefahren. Das hat auch nicht geklappt und umgekehrt wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Okay, lang genug gelabert. Wir fahren das Qualify. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich die Karre verhält. Das werden wir gleich rausfinden. Aber hier, oh ja, das funktioniert, glaube ich, relativ gut. Oh, da ist aber der Leclerc bereits davor oder vor uns. Nicht ideal gefahren, offensichtlich. Und jetzt muss ich dran denken, dass ich den ja nicht überholen muss, sondern das ist ein Geist, da kann ich auch durchfahren. Also ich muss keine Rücksicht nehmen. Nicht, dass ich jetzt bremse, wenn er bremst. Ja, das ist relativ gut eingestellt, das Auto, würde ich sagen. Also es fährt sich relativ, wie sagt man den, gut. Halt. Im Sinne von, ja,
man hat nicht Angst, dass man die ganze Zeit sich dreht etc. Von daher passt das hervorragend. Okay, aber er ist hier halt auch relativ schnell. Sieht man? Das ist Webber. Wie komme ich denn auf Leclerc? Oder haben die gewechselt? Das kann durchaus sein. Hier müsste ich eigentlich nicht massiv bremsen. Kriegen wir nochmal DRS? Jawohl, dankeschön. Das wird aber nicht unbedingt die Pole Position. Das kann ich jetzt schon sagen. Ist das Auto vielleicht doch ein bisschen schwächer als unser Renault? Das kann eigentlich fast nicht sein. Nicht, wenn sie damit Weltmeister wurden. Ja, er fährt besser. Er fährt definitiv schneller als wir. Ja, okay, das war natürlich jetzt ganz clever, da noch über die Wiese rüber. Oh Gott, das wird letzter. Echt jetzt? Das ist ziemlich enttäuschend, aber ja, wir können das morgen noch sehen. Aber come on. Also gut, ich bin nicht gut gefahren, das gebe ich zu, aber... Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Weber, kann das sein, dass das... und Charles Leclerc. Kann das sein, dass das Setting zu langsam ist? Hätte ich doch bei Mercedes bleiben sollen? Nee, das war Auto. Also, sein. Ja, Pech war es meinetwegen auch, aber primär war es das Auto. Was meinen Sie zum Qualifying? Ja, schwach. Lucas war heute in Topform, nicht wahr? Okay, Ruf gestiegen. Wie fährt sich das neue Auto im Vergleich zum alten? Soll ich ehrlich sein? Nee, er ist eben nicht viel besser. Machen wir das so. Danke für den Kommentar. Gern geschehen. Ja, ich rätsle gerade. Ich glaube, ich werde künftig mich wieder an die Mercedes-Settings halten. Auch für dieses Auto. Weil damit sind wir einfach gut gefahren. Das waren immer gute Settings. Das kann sein, dass hier das Ganze viel zu vorsichtig abgestimmt ist. Für keine Unfälle etc. Dann haben wir natürlich kein Tempo. Weil das finde ich krass. Jetzt, auch wenn ich nicht gut gefahren bin, aber der Abstand war zu groß. Gut, da können wir weitergehen. Ressourcenpunkte. Vielleicht können wir noch irgendwas... Das war eines der schlechtesten Qualifyings, die ich je gesehen habe. Ja, ja. Aber von hier geht es nur nach oben. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. So, nochmal kurz hier reingucken. Geht immer noch nicht. Der Motor, der muss okay sein. Das ist er auch. Dann können wir zum Rennen. Jetzt bin ich aber tatsächlich nicht gerade sehr zuversichtlich. Wenn wir so ein schlechtes Qualify machen, ich weiß nicht, was das jetzt hier gibt. Weil wenn ich nicht hinterherkomme... Aber ich werde daraus lernen, ganz einfach dahingehend, ja, dass wir eben künftig wieder auf die Mercedes-Setups setzen, selbst wenn wir nicht bei Mercedes sind. Weil die waren bei Renault immer gut. Die letzten drei Rennen mit den Setups von Mercedes, alle gewonnen. Sogar relativ knapp, dann das letzte dort, das war ja ein richtiges, wow, das war cool am Schluss. Mal gucken, wie das jetzt wird. Also, ab zum Racing. Jetzt kommen natürlich nochmal die beiden Kollegen. Wir kommen relativ spät zum Rennen. Wir hatten jetzt natürlich auch Vertragsverhandlungen, ganz klar. Das Rennen wird mit Spannung erwartet und der Ort, den wir alle nur allzu gut kennen, muss diesen Erwartungen gerecht werden. Albert Park. Hier beim großen Preis von Australien beginnt für uns die Geschichte dieser Saison. Lassen Sie uns das erste Kapitel gemeinsam schreiben. Südlich der Innenstadt der australischen Metropole Melbourne liegt in einem Park der Albert Park Circuit. Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Es sind öffentliche Straßen, die natürlich am Rennwochenende für den Verkehr gesperrt werden. Aber eben weil es öffentliche Straßen sind, ist dieser Kurs sehr, wie die Engländer sagen, bumpig. Im Deutschen sagen wir schlicht und ergreifend, es gibt eine Menge Bodenwellen. Rund um einen See erwarten uns 16 Kurven und auch dank der DRS-Zonen vor Kurve 1 und Kurve 3 zwei passable Überholmöglichkeiten. Ich habe nicht... Heute und für den Rest der Saison begleitet uns hier in der Kommentar. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende... Ich habe nicht aus Versehen die Nass-Dingens ausgesucht. Das wäre ja der Hammer, wenn ich den falschen Knopf gedrückt hätte. Weil so fühlt sich fast ein bisschen an. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell... Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Weg. Da hat Kollege Audio abgestellt. Machen wir halt nochmal. Zum Glück habe ich es noch gemerkt, weil, ja, wenn ich dann gewinne, dann haben wir kein Audio. Naja gut, aber jetzt eben, was sollen wir denn als 18. hier noch reißen? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Das Ziel muss eigentlich sein, unter die ersten 10 zu kommen. Das wird schwierig genug und vor allem, das wird trotzdem auch nicht das sein, was Red Bull wahrscheinlich cool findet. Jetzt haben wir schon wieder einen Platz verloren beim Start. Das war vorher aber auch nicht anders. Als ich da ohne Ton zum ersten Mal hier zwei Kurven weit gekommen bin. So, und jetzt schummeln wir uns halt einfach hier rein. Wir müssen. Okay, einen Platz dazu gekriegt.
Und jetzt rollen wir das Feld halt hier von hinten auf. Ich hoffe, ja, man sieht schon, doch, wir kommen näher ran. Das ist hier aber nicht unbedingt der Bereich, wo man allzu viel überholen kann. Ach, es ging ja nicht ganz gut. Okay, Raikön vor uns. Sieht gut aus, von der Startlinie weg. Ja, war kein schlechter Start. Und ich sehe, das Audio läuft auch noch. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das wieder ausgestiegen wäre. Wenn wir schon mal einen halbwegs vernünftigen Start haben.